Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde KI Rush mit Age of Empires 4 zusammen mit Koga. Und Utwin. Und ja, wir haben das Match gegen die drei KIs hinter uns gebracht. Jetzt geht's gegen fünf mittlere KIs ins Feld. Auch wieder jeder gegen jeden, einfach damit es funktioniert mit den richtigen Anzeigen. Ich guck gerade nochmal. Ja, hier Spielpunkte anzeigen. Ich frage mich, warum ich die nicht angesehen habe. Spielpunkte anzeigen ist sichtbar, wenn angeheftete Spielinformationen eingeschaltet sind. Ah, das muss man in Optionen wahrscheinlich anschalten. Warte mal kurz. Ja. Eingeheftete Spieloptionen, wo macht man das dann? Keine Ahnung. Nutzeroberfläche wahrscheinlich. Möglich? Da. Ich weiß ja nicht, weil... Ich hab's, meine... yes, ich hab's. Okay, gut. Cool. Also, okay. Vielleicht ist es bei mir jetzt einfach wieder weg oder so, weiß ich nicht, mal gucken. Alles klar, also weiter rasch wieder auswählen, ne? Volk auswählen. Genau. Engländer sind soweit weg. Weil Engländer sind jetzt erstmal weg, ja. Tja. Wie nehmen wir denn da jetzt das zweitwenigere Übel? Ja, das bin ich auch gerade wirklich übel am Überlegen. Hm. Ah, komm. Ich habe was ich nehmen würde. Ja, ich habe auch eine Idee. 3, 2, 1, pick. Du spielst die Japaner? Ich dachte, ich probier's mal. Ich wollte zuerst auch die Franzosen nehmen, ohne Scheiß. Ich habe echt die ganze Zeit gedacht, ich nehme Franzosen. Ich habe schon die ganzen letzten Runde wahrscheinlich gesagt, ich nehme wahrscheinlich die Franzosen als letztes. Jetzt habe ich mich spontan doch umentschieden, weil ich ganz vergessen habe, dass es die auch noch gibt. Alles klar, okay. Das könnte ein bisschen exotisch werden, weil bei denen weiß ich nur, was im Late Game stark ist. Im Early Game, wenn man früh was machen will, schauen wir mal. Mal sehen. Kann auch sein, dass ich halt komplett das Early verkacke und du das halt easy gewinnen wirst. Das könnte auch sein, ja. Ich muss halt bloß zu diesen lustigen Handkanonenschützen kommen, die alles wegrasiert haben. Ja. Aber gut, die sind halt wirklich, glaube ich, erst in Imperialzeit gekommen und so. Na gut, dann würde ich sagen, good luck, have fun und der Spaß kann losgehen. Ich glaube, okay, dann mache ich noch kein Team. Okay. Dann mute ich mich, good luck, have fun. Gut, was wollen wir eigentlich machen? Wollen wir wieder Europa haben oder willst du was anderes haben? Überlasse ich dir jetzt. Wir können auch mal so eine Winterlandschaft nehmen, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Machen wir mal die Winter-Tiger, Tiger-Winter. Ja, ist doch cool. Ja, doch das hier. Ne? Alles klar, dann good luck, have fun und good luck, have fun. Okay. War noch bereit? Achso, bin ich schon. Gut. Ich konnte gar nicht bereit machen, ist ja unfair. Naja. Ja, ich habe auch ganz eine Sekunde überlegt, ob ich mit den Japanern spielen könnte. Aber dann dachte ich mir, nee, die habe ich nur einmal gespielt und es war eine halbe Vollkatastrophe. Deshalb, ich versuche mich bei den Franzosen, weil mit denen... Ne, Kavallerieschule am Anfang, drei Ritter und dann Wirtschaft, Nerven und so. Mobilitätsvorteil ist natürlich auch nochmal so ein Ding und dann halt mit Armbrustschützen. Also bei Franzosen waren es Ritter und die Armbrustschützen oder Arbalestenschützen, glaube ich, die ziemlich strong waren und mit denen ich mich früher eigentlich auch immer ganz gut wohlgefühlt hatte. Von daher, ja, eröffnungsmäßig mache ich das gleiche wie... Ah ja, mit den Franzosen sehe ich ja die Märkte. Ah ja, cool. Ich habe hier unten, habe ich direkt einen eigenen Markt. Das ist ja nett. Ja. So, dann versuche ich jetzt halt wirklich Ritter rauszuhauen. Na, das... Mal sehen, ob ich das irgendwie gebacken bekomme. Dann mich mal selbst überraschen. So, hier haben wir direkt das zweite Schaf. Sehr schön. Okay. Oh boy. Okay, komm, gib mal ab. Finit. Exploro. So, Exploro. Geh mal Exploro machen, ja. Gut. Gut. Ah, finit. Hier ist noch ein Schaf. Sehr gut. Zwei Schafe sogar. Geil. Vado. Mal schauen, wo dann auch direkt die Gegner sind, ne? Die sind ja wahrscheinlich wieder relativ nah. Ja, mal schauen, ne? Da haben wir ein Schäfchen. Ich habe gesehen, wir haben Chinesen als Gegner, wir haben wieder Heiliges Römisches Reich als Gegner. Also, da ist auf jeden Fall wieder Action vorprogrammiert. Da bin ich mal sehr gespannt. Mittel ist es schon gar nicht so einfach, eine KI schnell, in Anführungszeichen, schnell rauszunehmen. Da ist es schon recht, ja,
anspruchsvoll. Würde ich jetzt mal sagen. So. Ich sag mal so für uns oder für mich casual, sag ich jetzt mal, der jetzt hier das erste Mal wieder nach Ewigkeiten mal ein bisschen aktiver gespielt hat. Für mich ist das natürlich nochmal eine größere Herausforderung. So, dann exploro mal hier unten. Ich will wissen, was dort hinter meinem Rücken ist. Wir können aber bitte einer picken. Danke. Jetzt bauen wir direkt die Kavallerieschule, die baue ich mal hier so hin. Und dann, Gold. Stimmt, die Ritter kosten Gold. Also gehe ich auch mal nochmal ein bisschen Gold pushen hier. Und Nahrung pushen. Ja, und mit dem Handelsposten kann ich ja eigentlich recht schnell einen Trade aufbauen, wenn ich so drüber nachdenke, ne? Weiß ja nicht, ob das im Early überhaupt lukrativ ist, ob sich das lohnt. Wahrscheinlich nicht. So, sonst würde es ja jeder machen mit den Franzosen. Ich glaube nicht, dass das groß lukrativ ist. Ich glaube, die Ritter kosten 200 Nahrung und 100 Gold. War das nicht irgendwie so, Pi mal Daumen? Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Bei den nächsten Runden jetzt, wenn es nicht darum geht, die KI zu rushen, sondern zu überleben, dann werde ich dann auf jeden Fall Holy Roman Empire spielen und Byzantiner wahrscheinlich. Was eine absolute Vollkatastrophe werden kann. Ich würde zuerst wahrscheinlich die Byzantiner nehmen, in dem Dreier, schwer, gegen die drei schweren KIs. Und dann würde ich wahrscheinlich... KIs vor mir, Feudal, ist ja heftig. Escolte. Capians. Entendo. Haben die... Starten die Franzosen mit mehr Holz als die Engländer? Ubi vado. I don't know, egal. Io ma sono la cose. Escolte bene. Forza por labora. Retorno con materia. 140 Nahrung. Okay, 140 und 100 Gold. Doch ein bisschen günstiger als ich dachte. Okay, du hast nochmal zwei Schäfchen gefunden, das ist wunderbar. Tja, ich habe noch keinen direkten Gegner gefunden, ne? Auch interessant. So, ich gehe mal scouten, wer hier neben mir ist. Irgendwer muss ja hier in der Nähe sein. Bei so vielen Plätzen, die ja hier eigentlich jetzt vergeben sind. Ah ja, Rittertum. Genau. Die Ritter kriegen einen Heal. Ich erinnere mich. Dann heilen die sich von alleine. Werden zur ultimativen Raid-Einheit. So war das doch. Utwin. Das ist eine mittlere KI. Ist auch Franzose. Hier ist eine mittlere KI, die auch Franzose ist. Okay. Na, dann habe ich doch mein Target schon gefunden. Was ich gerne gehen möchte. Drop mal rein hier bitte. Yes, da krieg ich direkt meinen dritten Ritter raus. Wunderbar. Da habe ich direkt drei Ritter. Und ich glaube, drei Ritter waren auch, glaube ich, so. Der Beginn, wie man los raidet, sag ich jetzt mal. Ich gehe mit meinem Scout hier auf jeden Fall rum. Jetzt geht es natürlich auch darum, sowas wie... Ey. Archer schnell zu bekommen. So, comprendo. Der Rote ist sogar der Stärkste hier gerade von allen. Oh boy. Ach, hier ist ein Dorfbewohner jetzt einquartiert. Wie kann das sein? Komm, drop mal kurz. So, sehr schön. Dann direkt Archer. So, mehr Holz. Noch ein Ritter. Falls possible. Kommt da jetzt nicht schon einer? Hä? Wo ist denn mein dritter Ritter? Was ist das für ein Scam? Wurde der noch ausgebildet? Wie lange dauert... Hä, warte mal, das kann doch gar nicht sein.
Anyway, okay, da oben ist Gold. Das ist gut zu wissen. Er geht auf leichte Kaffee. Okay. Interessant, da oben ist Gold. Das ist gut zu wissen. Das Gold kann ich... kann ich gut denyen gehen. So, let's go. Na gut, dann gehen wir mal das Gold dort oben raiden. Das ist doch ein gutes Angriffsziel. Gerade für den Franzosen würde das wehtun, weil Gold ist wichtig. Der braucht Gold. So, ich brauche auch mehr Holz und noch mehr Ritter. Jo, ich brauche Bogenschützen, aber dafür brauche ich eigentlich erstmal Ritterzahl. So, dann gehen wir mal das Gold hier raiden. Ihr seid meine Boys. Ihr seid die Truppe, die ich benötige, um glücklich zu sein. So, direkt noch ein Ritter. Ritter, Ritter, Ritter. Anfang da so stabil. Oh, jetzt habe ich es verkackt, Alter. 10 von 10. Okay, wenigstens eingetötet. Das ist ja gut. Er geht auf Bogenschützen, das ist gut. Da sind meine Ritter ziemlich strong gegen. Aber ziemlich dumm, Alter. Junge, sind die dumm. Okay, und wir gehen kurz raus. Wir gehen kurz raus. Hier ist hellblau, offenbar. Okay, gut. Gut zu, gut to know. So. Was macht ihr denn? Seid ihr... ah, okay, anyway. Anyway. Ich wollte auch als Dorfbewohner auf Nahrung haben, bitte. Weil Holz kriegen wir jetzt rein. Ah ja, mein Stream ist, glaube ich, gerade offline gegangen. Ist ja wunderbar. Ja, mein Stream ist gerade abgebrochen. Ist doch geil. 10 von 10. Aber das kann ich jetzt nicht... ich kann jetzt hier nicht aufhören einfach. Das ist jetzt... dann ist das jetzt... ja. Und bin ich wieder da? Okay, ich glaube, ich bin gleich wieder da. Wer weiß. Who knows? Anyway. So, ich glaube, ich bin wieder da. Das ist gut. Oh, der ist fast tot. Nein, was? Wie weit können die denn schießen? Skandal, ey. Ey, das ist ja... boah. Wie weit die jetzt schießen konnten. Krass. Das ist ja wirklich skandalös hier. So, ich will jetzt eigentlich schnell ins nächste Zeitalter. Ja, vielleicht kann ich Steine hineingehen. Das probiere ich nochmal. Comprendo. Weil ich glaube eher, das ist eigentlich eher so eine Taktik, die im Multiplayer, glaube ich, ganz gut klappen könnte. So, da habe ich 3 Dorfbewohner getötet. Okay, now. 1, 2, 3, 4. Oh, da ist mein Scout verreckt. Ich muss verhindern, dass sie den Turm hier fertig bauen. Ja, gut, wir haben schon wieder 1000 Punkte. So, okay. Kurz neu sammeln. Haus bauen. Gold. Oh ja, ich brauche viel mehr auf Gold. Holy shit. Und eine Schmiede wäre eigentlich auch gut. Er wird wahrscheinlich jetzt den Turm fertig gebaut haben, nehme ich mal ganz stark an. Ja, war zu erwarten. Das kann nicht sein, ey. Wie weit dieses Dorfzentrum bitte schießen kann? Das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Okay, aber jetzt ist gerade Ruhe. Das ist gut. Ich spare jetzt mal weiter Gold an. Und Nahrung brauche ich. Okay, nee. Hey, das ist unglaublich. Okay, aber ich krieg dem da immer wieder Ritter getötet. Das ist teuer für ihn, glaube ich.
Tja, Bogenschützen ist ja die Frage. Ich will jetzt eigentlich eher versuchen, schnell ins nächste Zeitalter zu kommen. Und da eher die Richtung was machen. Mal kurz gucken, ob ich das Gold hier nochmal angreifen kann. Das ist natürlich immer so der Clou bei der Sache. Immer schön hier Action, Action, Action. So, jetzt kriegen wir es, glaube ich, ganz gut hin. Mit dem nächsten Zeitalter, was baue ich? Die Gildenhalle. Oder nee, ja doch, ich mache die Gildenhalle. So. Gildenhalle war an sich eigentlich immer strong, gerade um Ressourcen wie Gold zu generieren, ist das immer eine feine Sache. So, guck mal, das Gold ist ja bestimmt hier mal angegriffen. Da ist niemand da. Habe ich die so stark geschwächt, dass da nichts mehr ist? Oh boy. Der wird ja schon angegriffen? Nee. Wir haben den nicht mehr getötet bekommen, ich fasse es nicht. Na gut. Okay, ist offenbar schon gut geschwächt. 1, 2. Und ihr geht Holz hacken. Das ist nämlich gerade ein Problem. So, wenn die Gildenhalle steht. Gut, wenn es jetzt schon Ritterzeit. Oh boy. Nicht gut, gar nicht gut. Aber ich will jetzt halt gucken, dass ich auf Armbrustschützen jetzt noch dazu ergänze zu den Rittern. Was hatte Utwin nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal kurz. Nee, ich darf die Ritter jetzt eigentlich nicht wegschicken. Ich muss jetzt dranbleiben, um den blauen, wenn es geht, so gut es geht, rauszunehmen. Deshalb. Aber ich kann einen neuen Speer mal machen. Den Speer kann ich mal hier hinschicken in die Richtung. So, Belagerungsgeräte und Pfeilspitze mit Stahl. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem mit Nahrung. Wenn ich das richtig sehe. Mit Holz meine ich, nicht mit Nahrung, mit Holz. Das heißt, wir lassen die Gildenhalle direkt Holz holen. Ich mache jetzt mal einen Marktplatz und handle mal mit diesem anderen Marktplatz. Vielleicht bringt das ja was. So, dann haben wir die Aufwertung zur Veteraneneinheit. Stimmt, stimmt, stimmt. Erhöht den Bonusschein der königlichen Ritter. Ja, let's go, oder? Können wir doch gönnen. So, und dann die. Ah, nee, die brauchen ja gar keinen. Ja, die brauchen gar keinen Holz. Die brauchen nur Gold und Nahrung. Stimmt. Also nur in Anführungszeichen. 1, 2, 3, 4. So, Holz. Oder nee, nicht Holz, nicht Holz, nicht Holz. Macht mir. Keine Ahnung. Geht mal hier. Hier würde ich jetzt eigentlich gerne ein Dorfzentrum platzieren, aber habe ich jetzt natürlich nicht die Ressourcen, also wird es jetzt nur für ein Bergarbeiterlager reichen. Aha, nicht genug Rohstoffe. Ah ja, gut, komm. Ein Esel hier runter. Let's go. Die Nahrung verkaufe ich jetzt mal nicht, weil ich brauche das ja gleich. Im Best Case. So, baut mir mal hier so eine Ramme da. Let's go. Ja, Gold, Gold ist jetzt wirklich ein Thema, ne? Ich brauche Gold. Gold und Stein brauche ich jetzt beides eigentlich. Ich will den Roten jetzt rausnehmen. Ich muss in Führung gehen, das ist das Problem. Jetzt haben wir einen guten Holzvorschuss. Hier haben wir noch Stein, das ist eigentlich auch cool. Tja, mal gucken, ob das der Trade sich jetzt lohnt oder nicht. Werden wir jetzt mal sehen. 1, 2. So, sobald
Six mets vos amiement, obelestier. Okay, let's go. Das muss reichen. Das ist ein Scout. Was sehe ich denn da? Doch, Bewohner, die sind doch schon mal so gut wie tot. Ja, aber Listen sind stark einfach. Inkontinent. So, das scheint so weit eigentlich zu funktionieren. So, zerstört jetzt mal hier die Gildenhalle. Beziehungsweise die Kavallerieschule. Nicht Gildenhalle. Versuche ich jetzt ins nächste Zeitalter durchzurushen. So, wie ist der Trade? Lohnt er sich? 10 Gold, naja, gut. Komm, ein paar können wir noch machen. Wir optimieren mal durch. Schaden meiner Arbalestenschützen müssen erhöht werden. Ich habe nicht genug Gold. Perfekt, so ist gut. Ich glaube, das kriegt man jetzt hier aber einigermaßen gut hin. Erhöht ihr Nahkampfrüstung von Arbalestieren? Gerne. So, das sieht doch gut aus. Ich glaube, ich habe das erste Wahrzeichen zerstört bekommen. Hier ist Orange. Okay, da ist Orange. Also, ich gehe mal ganz kurz hier über die Mitte. So, dann machen wir die Ritter nochmal besser. Ich habe 11 Idle Villagers. Nicht so gut. Ich schicke mal einen Großteil davon auf Stein, weil wir vielleicht jetzt auch... Ah, guck mal, jetzt ein Dorfzentrum. Perfekt, let's go. Mal schnell das Gold aus der Gildenhalle. Ist nicht so viel. Jetzt das Dorfzentrum, Freunde. Ihr Idioten, Alter. Geht die da auf? Was auch immer die da gegangen sind. So, zerstört das Dorfzentrum. Die schießen offenbar auf die Ramme. Das ist gut. Boah, Alter, Utwin. Ey, das gibt es doch einfach nicht. Ich weiß nicht. Der Typ ist einfach so krass. Der Typ ist so krass, wirklich. Das ist Wahnsinn. Der zieht mich in jedem Game komplett ab. Wahnsinn. Ey, wirklich krass. Der hat wahrscheinlich schon seine Super-Einheit, seine krassen japanischen Bombenwerfer oder keine Ahnung, was das sein sollte. Ich finde es einfach heftig in dem Game. Wirklich, kann man sagen, was man will. Wahnsinn. Er ist einfach krass. Komm schon. Wenigstens eine KI will ich jetzt so rauskriegen. Oh Gott, ich brauche mehr Dorfbewohner, ich Idiot. Das habe ich ja völlig vernachlässigt. Okay, ihr macht Holz. Oh, meinetwegen. Können wir noch ein paar auf Stein schicken. Ich glaube, ich brauche auch mal sowas wie mehr Ausbildungsgebäude. Bauen wir mal mehr. So, jetzt habe ich wenigstens mal eine KI hier aus dem Game genommen, ey. Wenigstens. Wenigstens eine KI. So, ich konzentriere mich jetzt direkt auf den anderen, auf meinen anderen Nachbarn. Jetzt direkt den Kollegen. Mein Scout lebt da noch. Vielleicht kann ich Utwin irgendwo ausmachen. Vielleicht finde ich den irgendwo.
900 Steine, crazy, Bro. Belagerungswerkstatt kann ich schaden. Aha, er greift mich dort an, interessant. Greift mit Bogenschützen an, let's go. Gemein. Wirklich gemein. Der greift echt meinen Trader an. Schlimm. Da oben ist Rosa, okay. Den hole ich mir jetzt als nächstes. Ich brauche eine Burg. Plane, dem jetzt eine Burg ins Gesicht zu setzen. Komme ich dem noch einen Tribok mit, ein paar Dorfbewohner. Und dann packe ich dem eine Burg in die Fresse. Castle in die Fräse. Und Arbaletier. Let's go. Machst Holz weiter. So. Vorrücken. Ihr baut eine Burg da. Pass auf, die verrecken jetzt instant, die Dorfbewohner. Der ist Ruß, ah, okay. Der ist also Ruß. Oh boy, okay. Ganz schön viele Jagdhütten. Ich weiß leider gerade überhaupt nicht mehr, was die Ruß eigentlich so stark macht. Bestimmt einiges, was die stark macht, aber ich habe keine Ahnung. Oh, da ist Utwin. Okay. Ich sehe schon. Bau die Festung! Ach ja, ich... Ich verstehe. Er schießt da mit seinen komischen Bombenwerfern da drauf. Ja, reite doch nicht um die herum! Oh Mann, Alter! Lasst euch doch nicht töten, ihr dummen Idioten! Ey, ehrlich, mal wirklich. Ja, das Ding ist durch, das kann ich aufgeben, ey. Scheiße, geil. Was soll ich denn dagegen machen, ey? Was soll ich dagegen machen? Tja, das ist ein wohl Pech, oder? Das kann ich mir wohl in die Haare schmieren. Das Match ist wohl durch. Ah, Mangen. Ich glaube, Mangen waren doch ziemlich gemein gegen die, ne? Er hat so viele Speerträger da dabei. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt sich überhaupt noch lohnt, auf Reiter zu gehen, ehrlich gesagt. Ah, okay, okay, ich verstehe. Oh, warum greift er denn nicht einfach Utwin an? So? Guck mal, Utwin hat, der hat 3000 Punkte mehr als ich. Und die KI entschließt sich trotzdem, auf mich zu gehen. Weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Ich trinke jetzt entspannt, ganz entspannt, mein Getränk. Und werde Utwin einfach gleich zum Sieg gratulieren. Hm. Aber ich gönn's Utwin. Er spielt einfach gut. Er hat's auch verdient. Also, man muss einfach sagen, Utwin ist auch einfach einer, der ist ein Macher. Kann man sagen, Utwin ist einfach ein Macher. So, da braucht man gar nicht lange groß drumherum philosophieren. Utwin ist ein Macher. So, und dementsprechend verdient er sich die Siege auch. Ist nicht so,
dass dem das halt random in die Füße fällt oder so, sondern er ist ein Macher. Er zieht durch und ja, ich habe halt auch einfach Pech so. Deshalb, ich kann da gar nichts gegen machen. So. Ist jetzt nicht so, klar, es ist auch ein gewisses Maß an Unvermögen bei mir, muss ich gestehen, aber zu großen Teilen ist es auch einfach so, dass Opel auch einfach gut ist. So, das kann man nicht von der Hand weisen. Da muss ich einfach sportlich sein und muss das auch einfach anerkennen. Bogenschützen können ich noch in großer Masse machen. Ah, die hätte ich eher gebraucht, die Mangen. Die Mangen hätte ich eher gebraucht, tatsächlich. Gegen die Japaner. Match ist eh durch. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt noch überhaupt großartig lohnt, jetzt hier nochmal aufzubauen, weil ich glaube, man braucht es jetzt auch nicht in die Länge ziehen, großartig. Tja. Tja, Thaddeus, da machst du einfach nichts. Da machst du einfach nichts. Können die Bogenschützen der Franzosen überhaupt irgendwas? Also sind die gut, weiß ich nicht. Oh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade, muss gestehen, meine Motivation ist jetzt gerade so echt so. Also ich war schon jetzt hart angeknackst, als ich gesehen habe, wie Utwin mich da einfach easy wegwiped und meine Burg vor allem weggewiped hat. Ich dachte mir gerade so, oh geil, okay, jetzt habe ich noch eine Burg, ne, vielleicht gute Chancen, ne, Utwins Angriff da wenigstens irgendwie ebenbürtig zu sein. Puh, diese japanischen Bombenslinger oder keine Ahnung, was das für Einheiten sind. Die haben die Burg ja im Handumdrehen weggeraucht, also das war ja wirklich so, puh. Und dann jetzt noch dieser Angriff hier. Das Ding ist halt auch einfach jetzt durch. Hat 4000 Punkte mehr als ich. Das ist Wahnsinn. Ich schätze mal, der wurde auch komplett in Ruhe gelassen, vermute ich jetzt mal. Die Sache ist, ich brauche das Ding, diesen Haufen hier gar nicht angreifen, bis ich nicht mindestens eine ebenbürtige Masse habe. Also. Ja, ach komm, ich glaube, ich surrender das einfach. Das ist, ich kann das hier eh nicht mehr gewinnen und ich muss es ja jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Aber andererseits denke ich mir so, ach komm, das wäre jetzt auch irgendwo ein gewisses Maß an Unsportlichkeit, wenn ich Utwin jetzt einfach so den Sieg schenke. Wobei, er hat ihn sich ja schon verdient. Also, von daher macht das, glaube ich, auch keinen großartigen Unterschied mehr. Und da wir heute eine halbe Stunde in dieser Session verloren haben, glaube ich, machen wir das einfach so. Ach so, ich darf Wahrzeichen. Ich darf meine eigenen Wahrzeichen gar nicht zerstören, okay. Aber Dorfzentrum darf ich zerstören, okay. Komm, dann machen wir jetzt hier noch so einen Volkssturm und dann hoffe ich, dass die KI einfach. Ich weiß nicht, warum die KI einfach nicht auf mein Wahrzeichen. Ach, ich habe hier unten auch noch ein Wahrzeichen. Ach, so ist das. Ach nee, komm. Ich gebe einfach auf, ist gut. Ich gebe auf. Du hast gewonnen. Okay, bist du da unten jetzt von der KI gezeigt worden? Ja, ich bin von der KI weggewiped worden. Ich meine, jetzt zwischenzeitlich, als ich unten war, ist da plötzlich auch die übelste Armee bei mir drin gestanden. Du musst jetzt auch alles zurückziehen, aber ich habe es noch knapp abwehren können, aber hui. Nee, der hat mein Dorfzentrum zerstört, die meisten Dorfbewohner bei mir hingerichtet und so. Ich hätte das jetzt nochmal versuchen können, mich aufzubauen, aber dann dachte ich mir, ach komm, ich kann das hier eh nicht mehr retten. Du bist ja 5000 Punkte mir voraus. Und was meinst du, OP, Handro-Schützen sind OP, ja? Ich muss gestehen, ich dachte gerade so, boah, ja, jetzt diese Burg, ne, die könnte mir nochmal den Arsch hier gegen Utwin retten. Ich musste so lachen, weil ich hatte ja nur so 6 oder 7 von denen, die haben die Burg so schnell runtergebröselt, ey, das war Wahnsinn. Und dann noch meine Reiter, die einfach um die drum rumgeritten sind, ja, um sich da mal einfach töten zu lassen. Das hat mir, und dann habe ich in meine Base geguckt und dann kam der Rosa, ne, und hat dort irgendwie mit 50 Leuten dort meine ganzen Dorfbewohner weggewiped. Da habe ich dann gesagt, das war der Moment, wo ich dann endgültig dann für dieses Spiel jetzt gebrochen war, wo ich gesagt habe, ach komm,
wir müssen es jetzt auch nicht in die Länge ziehen, so können wir wenigstens noch diese zwei Matches, die jetzt noch offen sind, machen. Ja, stimmt. Und ja, so hat das halt jetzt auch keinen Sinn gehabt. Die sind sogar auf offenem Feld, ich brauche, weil ich habe gerade die übelste Feldschlacht noch gegen den Malier. Die haben auch interessante Einheiten irgendwie. Ja, genau, der war das, der mich weggewiped hat. Ja, ich glaube, gegen den Hauptarmee fight ich gerade. Ja, es war... keine Ahnung, weiß ich nicht. Malier, ich dachte am Anfang eigentlich, dass ich auch mit den Rittern so ganz gut im Spiel drin bin und so, und aber du hast da einfach wieder komplett wegrasiert, also... Ich hoffe einfach auf den random Faktor der KI, dass die dich jetzt fokust in den das könnte halt wirklich sein, jetzt gerade im Team spielen, sag ich jetzt mal, aber ja, gut, wenn das jetzt auch nicht ist, dann ist das halt nicht. Dann habe ich halt wieder komplett kassiert. Dann ist das so. Schauen wir einfach mal, wird sich auch also auf normal kann die KI dann auch schon übelst Spam im Endgame. Ja, oder? Also ich finde die auch krass auf Mittel. Also gerade wenn man so viele hat, ne? Ja, die braucht so am Anfang ihre Zeit so ein bisschen, aber wenn die dann einmal drin ist, dann geht die auch richtig echt drin, gut. Die im Early Game ist halt extrem anfällig, aber wenn die dann mal drin ist, dann ist die normale auch echt gut am Armeen, weil die hat, das hat mich bei der letzten Partie auch der Heilige Römische Reichsspieler überrascht, dass da einfach so viel schon an Militär da war. Ja, also ich muss auch sagen, also das war, der Angriff kam echt aus der Kalten so und hat mich halt echt gut weggemacht. Bei mir stand da plötzlich auch ein riesiges Heer vom Heiligen Römischen Reich drin und dachte mir, was ist denn hier los, bitte? Da dachte ich zuerst, du wolltest mich angreifen und hättest vergessen, dass das irgendwie anders ist. Dann habe ich mir gedacht, nee, das ist die KI, Alter, da haben wir riesigen Heer da. Das ist nämlich ungewohnt, weil sowas siehst du bei Age 2 zum Beispiel nie, weil da kommt die KI ja immer so in Tröpfchen die ganze Zeit, in unendlichen Wellen und hier kommt die halt einfach mit einem gemischten, gemeinsamen Heer so an. Ja, ja, ja. Oh gut, ja, ich würde den Mal jetzt wahrscheinlich wegmachen. Auch du warst aber knapp mit dieser Feldschlacht, aber es würde gehen. Ja, gut, dass man das auch geklärt hat. Oh ja. Uff. Aber es ist übel, wie die Japaner buben können einfach. Was die an Wirtschaft machen können, ist krank. Gefühlt. Ja, du hast das einfach auch gut gemacht. Muss man auch einfach mal anerkennen und sportlich sein. Ich hab vom letzten Mal gelernt und hab mir einfach mal gedacht, nee, bevor ich jetzt einfach vorne in diese Russen da reinfalle, mache ich einfach hinten dicht, dass du mir das nicht wieder klaust zum Ende hin. ja, nee, ist richtig. Okay, dann sage ich an der Stelle, danke fürs Zusehen. Schaut bei Odwin rein und wir werden mal sehen, was die nächsten Spiele bringen. Macht's gut, bleibt gesund und ciao. Genau, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Oh, wartet mal kurz. Ich schaue mir noch die Zusammenfassung an. Was haben wir denn? Alter, also, ja, hier, die eine KI, die auch dich weggehauen hat. Die ist übelst. Die hat uns alle übertroffen. Jede KI und auch uns beide. Die Malia-KI, ne? Die Malia, ne? Die ging ab wie sonst was. Nur von der Punktzahl nicht ganz, aber ansonsten ging die ab wie sonst was. Krass. Tschüss.